Rewe präsentiert unseren Spieler des Tages heute mit der Nummer 1 im Tor, Michael. Apfel, das war ein Hin und ein Her. Wie war das Spiel für dich heute? Ja, jetzt am Ende keine, nicht das 2 Punkte herbleiben, schon sehr hart. Ich finde, wir haben das Spiel super angefangen. Wir kamen mit richtigen Flow, hat gezeigt, dass unser Tempospiel wieder funktioniert, dass unsere Abwehr auch funktioniert hat. Und ja, irgendwie ist es sehr komisch, dass wir jetzt 37 Tore reingelassen haben. Es war jetzt die 7. Niederlage in Folge. Wie schafft man das jetzt wieder in die Spur zu kommen? Die 3 ganz krassen Brocken, die wir jetzt hatten, Berlin, Kiel, Magdeburg, die sind jetzt weg. Wie schafft man es jetzt auch vielleicht mental wieder in diese Spur zu kommen? Ja, ist ja schon hart, jetzt direkt nach dem Spiel, dass irgendwie die Lösung zu haben. Ich glaube, wir müssen einfach an uns selbst weiterarbeiten und irgendwie den Kraft wiederfinden, Energie erholen und weiterschauen. Es bringt ja nichts, jetzt zurückschauen, aber ich finde schon, dass wir ein paar Sachen hier mitnehmen können. Aber nächstes Spiel sollen wir nicht 37 Tore kassieren. Vielen Dank. Unser Spiel des Tages heute, unsere 1, Michael Appelgren.